Hallo, ich bin der Moritz, ich bin 15 Jahre alt und teste heute diesen Job. Dann müssen wir die Hühnerbrüste machen. Dann verschiedene gefüllte Pasta mit Kirschtomaten müssen wir auch machen. 280 Portionen haben wir da heute. Mal, gehen wir mal hinter, holen den Reis. Um 6 Uhr beginnt das hier alles. Ich kam dann um 6.30 Uhr dazu. Und da war dann schon das Frühstück, die Semmeln, und das war schon geschmiert. Und dann hat man eigentlich angefangen mit dem Mittagessen kochen, vorbereiten und dann halt Suppe kochen. Die Zwiebel habe ich jetzt vorhin gleich angedünstet mit dem Kreuzkümmel. Und da tun wir jetzt noch ein bisschen Muskat hin. Salz, Pfeffer tun wir nachher noch hin. 35, da brauchen wir insgesamt. Jetzt ist besser als zuvor, gell? Wie bist denn du da drauf gekommen? Boah, ich habe eigentlich schon als ganz kleines Kind habe ich schon immer backen und kocht. Also für mich kam noch nie was anderes in Frage. In der LW haben wir echt geregelte, super Arbeitszeiten. Du musst halt bedenken, dass wenn du draußen bist, also in anderen Gaststätten, dass es viel stressiger ist, die Arbeitszeiten nicht so optimal sind. Und im dritten Jahr, da bist du 3 Monate von hier weg und bist in einem anderen Restaurant und machst halt da dann sozusagen dein Praktikum. Es macht mir sehr viel Spaß und ja, ich weiß sicherlich auch was für mich.